Vielen Dank, Frau Kaminski, für die freundliche Vorstellung und der breite, weite Bogen, den Sie angekündigt haben. Ich hoffe, dass ich ihn in meiner Darstellung nicht verfehlen werde. Lassen Sie mich mit einer überaus aktuellen, vielleicht sogar die gegenwärtige Zukunft vorwegnehmenden Eröffnung beginnen, die Sie vielleicht verwundern wird. Es geht letztendlich, ich werde das gleich offenlegen, was ich meine, es geht letztendlich um die Aktualität und die Präsenz der europäischen Erinnerung in der aktuellen Politik, nämlich der Hinweis darauf, dass die Frage der Erinnerung nicht nur eine Frage des Gedenkens ist, was die Vergangenheit angeht, sondern oft in einer verstellten Weise auch die Gegenwart bestimmt. Also bis, ich würde fast sagen, und erlauben Sie mir diese Übertreibung, mit dieser Übertreibung zu beginnen, also bis hin zur Frage etwa der gegenwärtig im Gange sich befindlichen bundesdeutschen Regierungsbildung, nämlich die Frage der Notwendigkeit einer großen Koalition, um eine Stabilität im Euroraum zu gewährleisten, indem sich letztendlich mittels der gemeinsamen Währung und in der Währung, die ja die höchste Form der Abstraktion ist, unterschiedliche, um vielleicht ein soziologisches Wort zu benutzen, Sekundärtugenden der nationalen Kulturen widerspiegeln. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass die Eurokrise selbst auch so etwas ist, wie eine Krise der unterschiedlichen europäischen Gedächtnisse, die über die habituellen Merkmale der unterschiedlichen europäischen Völker und Gemeinwesen gleichsam sich in dieser Abstraktion wiederfinden. Ich will damit auch insinuieren, dass sich in der Eurokrise so etwas wie eine neue Teilung Europas niederschlägt. Die alte Teilung, mit der wir im Wesentlichen befasst sind, vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, bis zu jenem, ja, ich würde sagen, historischen Wendejahr des Jahres 1989-90, war eine Teilung Europas in Ost und West. Oder lassen Sie mich geometrisch dies fassen, es war eine Teilung, eine vertikale Teilung Europas. Während wir gegenwärtig offenkundig, zumindest im Euroraum, und die Rikoschetten werden sich auch anderweitig verspüren lassen, eine horizontale Trennung verspüren. Also eine Trennung, wenn Sie so wollen, der ökonomischen, der kulturellen, der habituellen Merkmale der Europäer in ihrer Verschiedenheit. Also all das, was wir immer preisen an Europa, nämlich das Europa der Vielfalt und der Verschiedenheit, kann dann in der Tat durch die Einheit, die der Euro herbeiführt, zu Spannungen und, man könnte sagen, auch zum Aufbruch, zur Wiederkehr von Erinnerungsschichten beitragen im europäischen Kontext. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass das Jahr 1989 nicht nur das Jahr des Zusammenbruchs des Kommunismus gewesen ist, das Jahr der Wiedervereinigung Deutschlands gewesen war, sondern auch das Jahr, in dem die traditionellen Mächte des Westens, England und Frankreich, die Wiederkehr Deutschlands in Europa mit einer Fessel belegen wollten. Und diese Fessel war eben die gemeinsame Währung gewesen, um die Souveränität Deutschlands in den Währungs- und monetären Fragen zu begrenzen. Das heißt, der Euro ist auch mit der alten deutschen Frage des 19. und 20. Jahrhunderts verbunden. Das heißt, mit einer Dominanz Deutschlands in der Mitte Europa, die seine Partner im Westen wie im Osten angeht. Nur ist diese keine territoriale, keine militärische. Es ist eine einer gewissen hohen Produktivität, Fragen des Habituellen und inwieweit sich diese deutschen Sekundärtugenden über die gemeinsame Währung
verallgemeinern, europäisieren. Also doch wieder die alte deutsche Frage, aber in einem neuen Kleid. Die Unterschiede, die habituellen Unterschiede, und lassen Sie mich erst einen Blick nach Westen wagen in diesem Zusammenhang, für Deutschland aufgrund seiner Geschichte im 20. Jahrhundert, Inflation, Entwertungen, Währungsreform etc., ist die Frage der Geldwertstabilität ein Element des deutschen Habitus. In Frankreich ist es stärker die soziale Frage. Also auch die Frage der Arbeitslosigkeit, analog des französischen Gedächtnisses der sozialen Revolution des 19. Jahrhunderts bis in das 20. hinein. Und ich möchte hier nicht auf Einzelheiten zu sprechen kommen. Ich will nur damit zum Ausdruck bringen, dass europäische Erinnerung nicht nur eine Frage einer abgehobenen Kultur und des Rituals der Erinnerung ist, sondern dass sie eine starke materielle Seite hat, die uns noch lange und vermutlich auch in der Zukunft noch weiter beschäftigen wird. Nachdem ich dies gesagt habe, und ich werde dazu zum Schluss meiner Darstellung nochmal zurückkehren, zum eigentlichen Thema. Und Frau Kaminski war so freundlich in der Ankündigung, sie hat das etwas ironisch zum Ausdruck gebracht mit dem Wort des Exotischen, nämlich der Hinweis darauf, dass ich mich mit der europäischen Geschichte, in der Beschreibung der europäischen Geschichte, nicht zufrieden gebe. Dies umso mehr, als wir heute in einem Zeitalter der Globalisierung leben und wir nicht nur keine nationale Erinnerung und keine nationale Geschichte mehr schreiben können. Es wird wahrscheinlich auch sehr schwer sein, eine europäische Geschichte zu schreiben. Sondern dass der Blick auch auf die europäische Geschichte global justiert werden muss. Und darum geht es mir in der Darstellung des heutigen Morgens. Ich möchte beginnen mit einer Erinnerungsikone, mit dem, was man gemeinhin als ein Lieu de mémoire im Sinne von Nora bezeichnet. Ein Erinnerungsort, das ja alles Mögliche sein kann. Es kann ein Ort im wahrsten Sinne des Wortes sein, es kann ein Text sein, es kann ein Ereignis sein, es kann auch eine Zeitikone im Sinne eines Datums sein, das sich in unser Bewusstsein und in unsere Erinnerung einschreibt. Dass ganz bestimmte Daten bei uns bestimmte Reaktionen, um nicht zu sagen Erregungen, heraufbeschwören. Ein Datum. Und vorhin ist es auch erwähnt worden eingangs. 1. September 39, 17. September 39. Der Dialog in Anführungsstrichen sich dem 1. September 39 und dem 17. Was heißt das? Was bedeutet das? Welche Räume öffnet es in der Wahrnehmung und im Bewusstsein? Ich möchte mich auf eine Zeitikone beschränken, um die Vielfalt der damit verbundenen Ereignisse, des Dialogs zwischen diesen Ereignissen und, ich würde fast sagen, des beständigen Verhandelns zwischen diesen Ereignissen offenkundig macht. Der 8. Mai 1945. Jeder weiß, was am 8. Mai 1945 gewesen ist. Im Hauptquartier von Eisenhower in Reims, im Übrigen auch nicht ohne Resonanzboden, nämlich der Stadt der Krönung der heiligen französischen Könige in Reims, wird am 7. mit Übergang zum 8. Mai 1945 die deutsche Kapitulation entgegengenommen. Es ist ein Datum, das sich im europäischen, soll ich sagen europäischen, oder soll ich sagen im westeuropäischen Gedächtnis eingekerbt hat. Jeder weiß es, die Debatten, nicht nur allein in Deutschland, die berühmte Rede von Weizsäcker zum 8. Mai, etc., etc. Der 8. Mai ist eine Gedächtnisikone. Und an diesem Tag war große Freude in Europa. Nicht in ganz Europa. Die Kirchenglocken läuteten. Es war ein gewaltiges Ereignis verbunden mit diesem Datum. Dasselbe Ereignis, fast dasselbe Ereignis, wiederholt sich Stunden später, am 8. Mai, ganz spät in der Nacht. Moskauer Zeit ist es schon der 9. Mai, Sie verstehen, worauf ich anspiele. Ja, wird in Karlshorst, in Berlin-Karlshorst,
das Ritual der Kapitulation aufs Neue zelebriert. Eine Inszenierung, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen will, wer im Unterschied zu Reims beteiligt war oder nicht. Der Hinweis sollte ausreichen, dass in Karlshorst Schukow dabei war. Ich will nur darauf hinweisen, dass sich im Laufe der Geschichte nach dem 8. Mai, 9. Mai 1945 die beiden Daten beginnen, sich auseinanderzuleben, zu entfremden. Der 8. Mai und der 9. Mai, die eigentlich dasselbe zum Ausdruck bringen wollten, werden in den Erinnerungskulturen in West und Ost unterschiedlich imprägniert. Der 9. Mai gilt für Osteuropa, was ja selbst, wie Sie wissen, ja keine geografische Bezeichnung ist, sondern eine politische Bezeichnung ist. Mit dem Jahre 1989 gibt es eigentlich kein Osteuropa mehr. Es gibt ein östliches Europa, aber kein Osteuropa. Es ist eine Kategorie des Kalten Krieges, auch wenn sich in verschiedenen Zeitschriften und anderen Büchern immer noch weiter geführt wird. Das heißt, der 8. und der 9. Mai sind verschiedene, um nicht zu sagen, in gewisser Hinsicht auch gegenläufige Zeitikonen, mittels derer sich die Geschichte anders interpretiert. Wenn ich es dabei belassen könnte, würde ich sagen, wir bewegen uns relativ sicher im europäischen Gedächtnisraum. Wir spiegeln die Unterschiede zwischen Ost und West. Wir wissen Bescheid über die Dinge, die geschehen sind. Wir können unterschiedliche Auffassungen sein über deren Feinjustierung in diesem und jenem Fall. Aber letztendlich wissen wir in etwa Bescheid, um was es geht. Ich werde auf die entscheidenden Begriffe noch zu sprechen kommen, auch auf deren Genesis. Wenn uns nicht ein dritter 8. Mai dabei stören würde, ein dritter 8. Mai 1945, nicht in Reims und nicht in Karlshorst, sondern wir blicken nicht mehr von West nach Ost, auf der kontinentalen Horizontalen, sondern wir blicken jetzt von Nord nach Süd oder genauer von Süd nach Nord. Denn der 8. Mai 1945 in dieser europäischen Interpretation wird gestört durch einen anderen 8. Mai, der nicht mehr kontinental ist, sondern kolonial ist. Denn am 8. Mai 1945 haben französische Sicherheitskräfte in dem algerischen Ort Sétif im Departement Constantine ein gewaltiges Massaker veranstaltet. Konservative Zahlen sprechen von 15.000, andere, die neuere Geschichtsschreibung von etwa 40.000 am 8. Mai 1945. Wenn wir nur in Deutschland leben würden, oder wenn wir nur, sagen wir, in Vilnius leben würden, dann wüssten wir, was wir zum 8. Mai 1945 sagen und wir wüssten, was wir zum 9. Mai 1945 sagen. Ob beide miteinander harmonieren, das lassen wir offen. Aber beide wären den 8. Mai 1945 initiativ in ihr Gedächtnis schwer integrieren können. Aber wir leben nicht nur in Europa, sondern wir leben in einer globalisierten Welt, wo auch andere Gedächtnisse ihr Recht einfordern und sagen, Moment, der 8. Mai 1945, wir haben auch etwas dazu zu sagen. Reims, Karlshorst und Sétif. In diesem Dreieck bewegt sich, wenn Sie so wollen, das Gedächtnis der Zukunft. Und insofern könnten wir uns in gewisser Hinsicht gestört fühlen in unserem Geschichtsverständnis. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Begriffscharakter des Totalitären, der für uns in der Bewertung, und ich drücke mich jetzt in aller Vorsicht aus, der kommunistischen Regime in der Tat aussagefähig ist, schon beim Nationalsozialismus problematisch wird, dass dieser Begriff, und jetzt spezifiziere ich das,
auf eine ganz bestimmte europäische Erfahrung, dass dieser Begriff im Großen und Ganzen, und ich freue mich, wenn wir darüber dann diskutieren können, dem polnischen Gedächtnis erwachsen ist. Er ist dem polnischen Gedächtnis erwachsen als die geopolitische Lage Polens zwischen Deutschland und Russland, und zwar auch vor der Ausbildung der totalitären Regime, eine Lage war, in der sich die Geopolitik und das nationale Leiden der Polen übersetzt in politische Kategorien wie etwa das Totalitäre im Sinne der Äquidistanz Deutschland und Russland gegenüber. Ich will darauf hinweisen, und Sie werden gleich verstehen, warum ich hier aushole, um das zu verbinden mit dem Vorausgegangenen, dass eine bestimmte Erfahrung, dass wir bestimmte Erfahrungsgeschichten, bestimmte Begriffsleistungen hervorbringen. Ich will damit nicht sagen, dass der Begriff des Totalitären nicht schon vorher bestanden hat, aber als totaler Staat und Ähnliches, mehr auf den italienischen Faschismus bezogen. Aber das, was wir verwenden und benutzen, steht im hohen Maße mit dem 23. August 1939 und die Folgen in Verbindung. Noch etwas, was vielleicht Zweifel erwecken wird in unserem Diskurs. Die Frage der kommunistischen Regime im, jetzt politisch gesehen, Osteuropa. Diese Regime nannten sich, und das ist natürlich eine Interpretation, Volksdemokratien. Der Begriff des Volkes, wie Sie wissen, ist vielfach konnotiert. Das Volk, das können die popularen Klassen sein. Das Volk kann aber im herderschen Sinne auch was Ethnisches sein. Dass diese Volksdemokratien unter kommunistischen und damit sozialen Vorzeichen es zu einer Homogenisierung, zu einer ethnischen Homogenisierung ihrer Gemeinwesen, zu ihren Gewalten beigetragen haben. Ich möchte auch hier nicht auf die besondere polnische Konstellation eingehen, die eigentlich die Achse ist zum Verständnis der Entwicklung in Europa. Das sagen wir, das volksdemokratische Polen in vieler Hinsicht den Idealvorstellungen der polnischen Nationaldemokraten der Zwischenkriegszeit entsprochen hat. Aber wie gesagt, ein Nebenaspekt, den ich aber hier schon einschieben wollte, aufgrund der Zeit, um ihn gleich wieder aufzunehmen, aber zurück zum 8. Mai 1945. Ich weise darauf hin, dass die französische Geschichte für uns in vielerlei Hinsicht eine epistemologische Warte sein könnte zur Aufnahme jener kolonialen Peripherie, von der die europäische Erinnerungskultur offenbar noch abgeschottet ist. Und deswegen ein ganz kurzer Exkurs auf das, was ich meine und warum das so wichtig ist. Frankreich war, und ich verkürze das, eigentlich schon im Juni 1940 aus dem ausgeschieden, was man als Zweiten Weltkrieg versteht. Der eigentlich als Weltkrieg im globalen Sinne im Jahre 1941 sowohl Barbarossa wie auch Pearl Harbor. Und Frankreich tritt in einer merkwürdigen Weise wieder in Kriege ein mit dem Jahre 1944. Nämlich in die Kolonialkriege, die erst mit dem Jahre 1962 beendet werden. Eine merkwürdige Verschiebung, die mit jener Ost-West- und Nord-Süd-Achse in Verbindung steht. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass die französische Erinnerung durchbrochen wird von jener merkwürdigen Konstellation, auf der Ost-West- oder West-Ost-Achse zu liegen, wie auf der Nord-Süd-
oder Süd-Nord-Achse zu bestehen. Wenn wir diese Perspektivveränderung einnehmen und damit auf die europäische Geschichte blicken, und es ist ganz klar, Sie verstehen in meinen Darlegungen, dass die Erfahrungsgeschichte des Zweiten Weltkrieges hier zentral ist, dass etwa für eine Macht für Großbritannien, die auch eine Garantiemacht auf dem Kontinent war, der Zweite Weltkrieg nicht mit dem 1. September 1939 ausbricht, sondern mit der japanischen Invasion in der Mandschurei. 1931. Warum erwähne ich das? Sie werden das gleich verstehen. Durch den Fall Frankreichs im Frühsommer 1940 ist es den Japanern gewährt, in das von Vichy-Frankreich beherrschte Indochina vorzudringen und von dort aus den großen Sprung nach Singapur und zur Bedrohung Indiens vorzustoßen. Der Fall der Festung Singapur, Februar 1942, ist der Beginn eines Aufbruchs, der das indische Gedächtnis im hohen Maße bestimmt. Denn im August 1942 erhebt sich in Indien eine Bewegung mit der Parole Quit India an die Briten gerichtet. Im August 1942. Wir werden im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte gezwungen werden, diese Daten abzugleichen. Die europäischen Ereignisse und die Ereignisse an der kolonialen Peripherie. Und was passiert in Indien? Dass Großbritannien, das sozusagen aus Indien heraus mit seinen Menschen und Material den Kampf an der europäischen Peripherie in Nordafrika und im Vorderen Orient führt. Die moderne indische Historiografie und das indische Gedächtnis verweist auf ein Ereignis, das vielen von Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt ist, nämlich auf die Hungersnot in Bengalen im Jahre 1943, die zu dem führte, was die Inder als den bengalischen Holocaust bezeichnen. Zwischen 2 bis 6 Millionen Opfer im Herbst 1943. Und zurückgeführt wird das nur um dieses, was die Engländer oder im Englischen unter Entanglements verstanden wird, dass die Briten nicht genug Schiffsraum hatten, um Weizen aus Australien nach Bengalen zu bringen, weil zur selben Zeit die Atlantikschlacht im Nordatlantik stattfand und die deutschen U-Boote in die britischen und amerikanischen Konvois gewaltige Lücken gerissen haben. Das eine ist mit dem anderen in Verbindung zu bringen. Zumindest die Gedächtnisse bringen das in Verbindung, auch wenn die Realität viel komplexer war. Und ich sagte Holocaust, weil dies natürlich eine Formel ist, die vieles evoziert, nämlich mit einem zwar Kernereignis der Zeit zwischen 1941 und 1945, aber einem Ereignis, das nicht in den Kontext des Krieges hineingehörte, sondern in seinem Schatten stattfand. Also ein Ereignis außerhalb des Krieges in der historischen Zeit und dem Ort des Krieges selbst. Wir sind aufgefordert, und es kann gar nicht anders sein, und unser Bewusstsein tut es auch, ob wir wollen oder nicht, dass wir veranlasst sind, zu vergleichen. Wir müssen vergleichen, wir haben keine Wahl zu vergleichen, weil jede Form der Abstraktion zum Vergleich führt. Und damit geraten wir in das, was sozusagen das innereuropäische oder das mitteleuropäische oder das ostmitteleuropäische Entanglement ist. Dass wir dann veranlasst sind, ob wir wollen oder nicht. Und das ist eigentlich die schwierige moralische Herausforderung im Sinne eines historischen Urteils, das wir treffen müssen. Zu etwas zu gelangen, was auf der Ebene der kollektiven Gedächtnisse
von ungeheurer Schwierigkeit ist. Nämlich der Vergleich zwischen Tod und Tod. Wir könnten natürlich darauf reagieren und sagen, dass es unerheblich ist für die, die zu Tode gebracht wurden, denn sie sind zu Tode gebracht. Und damit ist das, was geschehen ist, für sie absolut. Das ist absolut richtig. Aber für unser historisches Urteilen, für die Frage der Unterscheidungsfähigkeit, die uns überhaupt handeln lässt in der Gegenwart, sind diese Vergleiche nicht unerheblich. Wie gesagt, was das polnische Gedächtnis angeht, ist es die Konstellation zwischen Deutschland und Russland, die sich dann gleichsam im Rahmen der politischen Systeme und der Ideengeschichte transformiert in eine Geschichte, in eine Erfahrungsgeschichte des Totalitarismus. Das muss nicht für alle anderen gelten. Und damit stellt sich die Frage, inwieweit diese Begriffe anwendbar, applizierbar sind, wenn es um die empirische historische Forschung geht, nämlich welche Frage stelle ich an meinen Gegenstand? Ohne Leiterfahrung zu hierarchisieren. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, also nicht nur der 23. August 1939, an dem sich dann der Begriff des Totalitären haftet. Aus der britischen Perspektive, wenn Sie die britischen Debatten lesen, dann stellen Sie fest, dass dieser Begriff beginnt, sozusagen sich mit Leben zu füllen, nämlich aus der britischen Perspektive als eine Perspektive der Institutionen, nämlich die Vorstellung, wie kann das sein, dass zwei, wie es damals hieß, Diktatoren, das war der Begriff aus der angelsächsischen britischen Perspektive, sich einigen können innerhalb von Stunden. Das entspricht nicht den Verfahrensvorstellungen westlicher Demokratien. Das können nur Diktatoren sozusagen von einem Augenblick zum anderen eine Konstellation verwandeln. Das ist der Hintergrund von Sprache und Begriff. Aber dann treten auch tiefere Gedächtnisschichten auf. Und es heißt mit Sicherheit, Eulen nach Athen, oder Sie haben Bayern erwähnt, Bier nach München zu tragen, in diesem Zusammenhang von der polnischen Gedächtnisikone Katyn zu sprechen. Jahre 40, nicht 41, Jahre 40. Eine Ikone mit einer tiefen politisch-theologischen Imprägnierung, die viel weiter zurückgeht in die polnische Erfahrungs- und Leidensgeschichte des 19. Jahrhunderts. Vielleicht mit dem Januaraufstand 1863 im Zentrum. Polen als Christus unter den Völkern, die Offiziere in Katyn vielleicht, und nicht nur Offiziere, aber die Offiziere in Katyn noch als letztes Symbol der polnischen Schlachter, als Inkarnation der Natio Polens durch das 19. Jahrhundert hindurch. Und Polen als Christus unter den Völkern. Also Katyn eigentlich nur verständlich vor dem Hintergrund jenes tiefen Gedächtnisses als eine Kreuzigung, als ein polnisches Golgatha. Das ist eine Gedächtnisikone mit tiefen Wirkung, die sich schwerlich aus der Konstellation des 20. Jahrhunderts der totalitären Regime heraus erklären lässt. Also eine Gedächtnisikone von langer Dauer und eines tiefen Gewebes. Es gibt auch andere Daten, die das gesamteuropäische Gedächtnis ordnen, aber auch verkomplizieren. Die aus der Vorzeit in die Zeit, die uns interessiert, nämlich das 20. Jahrhundert, aus dieser Vorzeit in unsere Zeit hineinreichen. Im nächsten Jahr werden wir ein anderes Datum begehen, das Jahr 1914. Die Urkatastrophe, wie sie genannt wurde, das, was eigentlich das lange 19. Jahrhundert beendete
und das kurze Katastrophenjahrhundert einleitete. Unser Blick aus dem westlichen Mitteleuropa heraus ist bis heute, und auch was die historische Forschung angeht, stark, viel zu stark auf den westlichen Kriegsschauplatz bezogen. Ich brauche jetzt keine Namen zu nennen, wie Jünger und andere, deren ikonische Werke das Bewusstsein in Deutschland der Erfahrung des Ersten Weltkrieges geprägt haben. Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Das ist das, was man über den Ersten Weltkrieg im Großen und Ganzen weiß. Man kann den Blick nach Osten wenden, dann sehen die Dinge schon etwas anders aus und komplizierter. Das polnische Gedächtnis geht als polnisches Gedächtnis hier kaum ein. Es wird gleichsam überwölbt von Vorereignissen und Nachereignissen. Es fällt gleichsam aus dem Kontext heraus. Aber wenn wir ein Jahr zurücktreten, das uns weniger dynamisch bzw. dramatisch erscheint in diesem Zusammenhang, das Jahr 1913, dann können wir jene Ereignisse in ihrer Bedeutung für das 20. Jahrhundert und vielleicht sogar für die zweite Hälfte und vielleicht sogar für das letzte Drittel und ich würde sagen sogar für das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts besser verstehen. Denn vor 100 Jahren, 1913, ging der Zweite Balkankrieg zu Ende. Es war ein Vorkrieg des Ersten Weltkrieges. Nicht unmittelbar kausal, nicht direkt, aber von der Ereignisgeschichte und von der Dynamik her unmittelbar mit ihm verbunden. Es ist ja kein Zufall, dass das Ereignis, das den Ersten Weltkrieg auslöste, sich auf dem Balkan in Sarajevo abgespielt hat. Der 28. Juni 1914, als Gavrilo Princip seine tödlichen Schüsse auf Franz Ferdinand abgab. Sarajevo und der 28. Juni sind klassische Lieux de mémoire, also Ikonen des Gedächtnisses, die sich eingeschliffen und eingeprägt haben. Der 28. Juni ist vielleicht nicht unwichtig, weil es auch hier wieder eine Teilung gibt der Gedächtnisse im Zusammenhang. Der 28. Juni, das gilt natürlich für den gregorianischen Kalender. Das entsprechende Datum des julianischen Kalenders ist der 15. Juni. Das war nicht irgendein Tag, sondern eine zentrale Ereignisikone des serbischen Gedächtnisses. Es war der sogenannte Veitstag, Vidovdan. Ein Tag, der im Jahre 1892 in den Feiertagskalender der serbisch-orthodoxen Kirche aufgenommen wurde. Also ein Element des Sakralen schon in sich barg und birgt. Und die moderne serbische, jugoslawische Geschichte kann anhand dieses Tages erzählt werden. Und damit wird sie auch, was ihre Tiefenwirkung angeht, so interpretiert. 1921 wurde die Verfassung des Königreichs Jugoslawien angenommen an diesem Tag, der 28. Juni. Der Ausschluss der jugoslawischen Kommunistischen Partei und Titos durch Stalin aus der Kominform, 28. Juni 1948, das war so geplant im Übrigen. Das war eine Inszenierung. Man wusste ganz genau, wie man diesen Ausschluss dramatisch inszeniert. 28. Juni, hoppla, 1989. Die berühmte Rede von Slobodan Milosevic auf dem Amselfeld, Kosovo. Das war der Startschuss, was man als jugoslawischen Bürgerkrieg, und Sie sehen die Doppeltheit, das Wort des Bürgerkrieges ist eine soziale Kategorie und bedarf der Barrikade innerhalb der Gesellschaft, aber das war ein ethnischer Krieg. Und
Die Serben haben ein langes Gedächtnis und verstehen sich was von Ikonografie. Die Auslieferung Milosevic an das Kriegsverbrechertribunal in Haag erfolgte am 28. Juni 2001. Ich will nicht behaupten, dass diese Daten in irgendeiner Weise Geschichte orchestrieren, aber sie sind für uns ein Hinweis darauf, welche Tiefenwirkung Vergangenheit, die sich im Gedächtnis ja nicht in ihrer Zeitdimension niederschlagen kann, sondern eben diese besondere Wirkung einer Ikone hat, also damit Zeitlichkeit aufhebt. Ähnliches könnte man auch, und das sollte man nicht übergehen, denn wir sind ja nicht vielleicht zufällig hier in Berlin, und vielleicht bedeutet diese Daten in der Tat Eulen nach Athen tragen, aber vielleicht das Ende dieser Kette ist nicht unerheblich für uns, der 9. November in Deutschland. Der 9. November, der 1. 9. November 1918, war ein Zufallstag. Alle wissen, dass Scheidemann damals die Republik ausgerufen hat, im Übrigen gegen den Willen der Sozialdemokraten, die lieber die Monarchie weiter hätten bestehen lassen wollen. Und vielleicht wäre das auch gut gewesen. Aber er wollte jemand anders zuvorkommen, nämlich Liebknecht, der die sozialistische Republik ausrufen wollte. Er musste sich also beeilen. Das war der 9. November 1918. Und der 2. 9. November 1923 war schon eine direkte Reaktion auf den 9. November 1918, nämlich der Hitlerputsch in München. Jetzt sind wir in München. Die Kristallnacht, die sogenannte 1938, ist schon eine Mischung zwischen Zufall und Inszenierung. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, nämlich das Attentat auf den deutschen Botschaftsangehörigen von Rath durch Herschel Greenspan in Paris am 7. November, natürlich klar, aber es ging um mehr. Die Nazis traten nämlich zusammen, um ihrer, wie sie nannte, Blutopfer zu gedenken. Und Goebbels wurde aktiv. Und es kam zum 9. November, wie gesagt, 1938. Der 9. November 1989 ist von anderem Schrot und Korn. Es war, wenn Sie so wollen, wenn man Telos und Kontingenz aneinander hält, war das Kontingent. Aber im Gedächtnis, das Gedächtnis kennt keine Kontingenzen. Eben, wie gesagt, eine Ikone ist nicht zeitgebunden. Katyn ist nicht zeitgebunden. Der 28. Juni ist nicht zeitgebunden. Der 9. November ist auch nicht so zeitgebunden im Bewusstsein. Aber der 9. November 1989 war, wie wir wissen, ein Irrtum sogar der DDR-Behörden. Ich spreche nur vom Datum. Aber man wollte die Linie des 9. November nicht weiter fortführen. Man konnte sich nicht an den 9. November 89 erinnern, ohne zu evozieren, was der 9. November 38 und 23 etc. war. Und jetzt kommt eigentlich das Wort, worauf ich hinarbeite im Ganzen. Es ging darum, die Linie des 9. November und der deutschen Geschichte zu neutralisieren. Und die Neutralisierung heißt 3. Oktober. Es ist kein Ereignisdatum. Aber alle wissen ganz genau, dass er sich sozusagen im Stillen und im Schweigen auf den 9. November bezieht. Es ist also ein Neutralisierungsdatum. Aber die Konturen des 9. November sind immer noch sichtbar. Womit wir wieder bei der deutschen Frage angelangt sind, die heute eben nicht territorial und nicht militärisch und nicht ethnisch, aber über die deutschen Sekundärtugenden, die in den Euro eingebettet sind,
niederschlägt und von anderen als Fremdherrschaft begriffen werden. Warum müssen die Spanier jetzt ihre Siesta aufgeben? Nur weil der in Anführungsstriche deutsche Euro das will. Das bedeutet in dem Sinne Fragen der Haushaltung, der Sparsamkeit, all diese Dinge, die der deutschen Produktionskultur und Organisationskultur eigen sind, die sich über die Währung gleichsam europäisieren. Es ist eine deutsche Frage, aber eine andere deutsche Frage, und wir tun gut daran, dies auch zu begrüßen, dass die deutsche Frage in dieser Form, wenn überhaupt, wiederkehrt. Es bedeutet aber gleichzeitig auch die Europäisierung Deutschlands. Lassen Sie mich, die Zeit, ich bin am Ende meiner Zeit angelangt, den Bezug zu meinen eingangs geäußerten Bemerkungen wiederherstellen. 1914 wird begangen und es wird unterschiedlich begangen werden. Ich bin sicher, dass der Osten Europas kaum zur Geltung kommen wird, obwohl wir sehr wohl wissen, was während des Ersten Weltkrieges im östlichen Europa geschah. Es ist eine andere Art der Kriegsführung, Bewegungskrieg im Unterschied zum Stellungskrieg im Westen etc. etc. Aber wir bewegen uns auf ein anderes Erinnerungsjahr zu, das schneller kommt, wie die Älteren unter Ihnen wissen, also meinerseits auch, dass wir bald im Jahr 1918 sind und dann auch das Jahr 1919 erreichen werden. Und das Jahr 1919 ist für die deutsche Geschichte wiederum, um das zum Abschluss zu bringen, ein nicht unerhebliches Jahr. Es sind gerade 20 Jahre bis zum Jahr 1939. Wir reden also von einer kurzen Phase, die für die meisten, die hier sind, im Gedächtnis eine lange Phase sind, die Zwischenkriegszeit. Die Zwischenkriegszeit, und das Wort drückt das schon aus, ist die Zeit zwischen Europas, zwischen Deutschland und Russland. Die Zeit und der Raum gehen hier eine Verschränkung ein. Aber ich möchte nicht mit dem östlichen Europa enden, sondern mit dem westlichen Europa, mit dem ich angefangen habe. 1919, Sie wissen, das war der Versailler Vertrag und all das, was daraus folgte, wenn es daraus folgte. Im September 1919 wurden Wahlen in Frankreich abgehalten zur Nationalversammlung. Der Bloc National, mit dem, wie er hieß, der Löwe, Clemenceau, haben ihre Wahlen mit einem Slogan geführt, einen einzigen Slogan. Und erlauben Sie mir das, diesen Slogan sozusagen wiederzugeben, nämlich auf Französisch. Der Slogan hieß L'Allemagne payera, was bedeuten soll, Deutschland wird zahlen und bezahlen. Ich glaube, ich brauche meine Ausführungen nicht mehr weiter fortzuführen. Das wird in Zukunft, in der nahen Zukunft, nicht ganz anders sein. Und deswegen brauchen wir in Europa Stabilität. Vielen Dank.